fellas. Let's get after it. Rudy Gay is ready for an off game. It's time to lock him down. Genau, es ist wieder Game Time angesagt. Ich bin wieder zurück für euch. NBA 2K13 ist das Stichwort und es heißt wieder unsere überragenden Miami Heat. Diesmal gegen die eigentlich auch starken Memphis Grizzlies. Die sind ja immer für eine Überraschung gut. Und ich habe natürlich heute ein hartes Stück Arbeit gegen Rudy Gay. Der ist ja, wer sich ans letzte Mal erinnern kann, wo der eine absolute 40-Punkte-Party oder so abgezogen hat. Unfassbar gut gespielt. Alles getroffen, nur am Danken der Kerl. Absolut krass. Das ist heute mein Gegenspieler. Na klar, und ich werde das mal direkt gestealt von Randolph. Geht da wieder gut los. Und da ist dieser Rudy Gay. Direkt. Geht durch und boah, gleich mal ein krachender One-Hand. Ja, wie ich es gerade sagte, verwandle drei deiner ersten vier Würfe. Das ist Rudy Gay, wie man ihn kennt. Der Bosch jetzt mal im Ego. Verliert auch den Ball. Also Memphis Defense ist ja bekanntermaßen sehr, sehr gut. Und Tony Allen wird aber gut von Wade verteidigt. Rebound auch von Wade. So, jetzt habe ich hier zwei... Wade Spin Move. Schöner Fadeaway dann gegen Rudy Gay. Die ersten Punkte für uns nach einer Minute. In Person von Dwayne Wade. So, Jared Bayless mit Tony Allen. Der ist noch nicht gerade bekannt für Würfe. Ich habe jetzt immerhin eine Dreierquote, Wertung von 50. Also ich bin noch weit davon entfernt, wirklich welche zu nehmen. Bei 70 können wir drüber reden. Ja, hier ganz klares Goaltending von Chris Bosh, aber natürlich will ich mich jetzt da auch den Tipp mal annehmen. Klar, Dreier wäre nicht verkehrt. Das Ziel müssen wir jetzt auch mal verfolgen, da besser zu werden. Jetzt hier gegen Marcus Sewell. Und der Bodenpass auf Bosh! Und der gegen Gay und Marcus Sewell drückt den da rein, den One-Hand. 4:4 hier der Start. Das sagt natürlich noch nicht viel über das Spiel aus. Randolph jetzt gegen LeBron, das Power-Forward-Duell, super Arbeit von LeBron James, aber Marcus Sewell kriegt den Ball und legt ihn dann ganz trocken ein. Ja, den glaubt McGay nicht. Dann gebe ich ihm hier den Crossover und den Hookshot und das sind meine ersten Punkte in diesem Spiel. Also natürlich auch, ich werde für Rudy Gay ein lästiger Gegner sein, weil ich auch viel dem Spiel meinen Stempel aufdrücke. Und Randolph, oh, da ist keiner. Jetzt habe ich ein bisschen viel an den Tasten rumgedrückt. Guter Pick jetzt gegen Randolph. LeBron und Wade versuchen hier erstmal. Ah, ja. Den kann man auch mal werfen, Herr James. Macht er auch. Gibt mir sogar den Assist dafür noch. Wieder stark verteidigt von LeBron. Boah! Und Rudy Gay kommt da einfach angeflogen. Ich will den Rebound haben. Er kommt da an und mit einem Reverse-Tipp-Dunk. Also der ist ja unglaublich spektakulär in NBA 2K. Jetzt lasse ich ihn aber wundervoll aussteigen. Hookshot und legt ihn aber hinten ans Brett. So war das natürlich nicht geplant. Das heißt, die nächsten zwei Würfe müssen rein. LeBron James hat diesmal mit 85% Freiwürfen. Enorme Verbesserung. Jetzt bleibe ich hier an James hängen. Rudy Gay trifft, interessiert aber keinen. Also zumindest nicht meine Spielerwertung. Beziehungsweise meine Note. Hier gegen Gay. Jetzt unter dem Korb, jetzt will ich es natürlich ein bisschen müssen. Lass ihn da aussteigen. Korbleger, okay. Zwölf zu 10 für Memphis. Wir haben den etwas leicht besseren Start. Aber nichts, was wir nicht irgendwie noch schaffen. Gay hier gibt er ganz trocken den Ball. Und Bosch klaut da den Alley-Oop. Und Chalmers ist jetzt vorne durch. Chalmers. Boah, wird da von drei Mann, vier Mann attackiert. Da muss natürlich auch einer faulen.
Tony Allen ist der Übeltäter. Chalmers darf jetzt sich seine Punkte an der Freiwurflinie erarbeiten. Erster Freiwurf sitzt. Und der zweite auch. Ausgleich. 6 Minuten noch im ersten Viertel. Und Tony Allen jetzt für Memphis gegen Wade. Wade lässt viel Platz. Klar, er ist nicht der bekannte Shooter. Er ist ein toller Verteidiger. Er ist ein großartiger Athlet, aber nicht der beste Werfer. Wade jetzt. Da will ich den Bodenpass spielen auf James. Jetzt mache ich hier wenigstens ordentlich Defense gegen Bayless. Ja, kommt er natürlich nicht hinterher. Aber der verwirft. Gay ist da und aus dem Stand. Ein krasser Typ in dem Game, echt hart. Schauen wir's. Gehe ich erstmal in die Zone. Jetzt haben wir aber LeBron den Ball und der stopft den auch ganz trocken aus dem Stand rein. Da kann dann Zach Randolph auch nicht viel machen. Außer zuschauen, Rudy Gay. Ich bleibe hier immer wieder an Randolph hängen. Gay wird da, ändert den Wurf nochmal. Macht den Ball rein, zieht das Foul. Absolut on fire direkt, Rudy Gay. Großartiges Spiel schon mal hier im ersten Viertel. Wie gesagt, der wird lästig. Der nagt natürlich dann immer an meiner Mitspielernote, weil er schon mal defensiv vor enorme Probleme stellt. Jetzt bin ich hier unter dem Korb. Verliere den Ball, klar. Rudy Gay ist halt absoluter Megastar hier in dem Game. Absolut krank. Fehlwurf wenigstens mal zum Rebound. Schickt wollte ich vorpassen auf James. Kriegt den aber, klappt aber nicht. Kann nur zu Chalmers passen. Raspelt sich jetzt ein bisschen. Bayless, den muss er mir servieren. Ja. Das ist vor allem mein Turnover, wenn er den schlechten Pass spielt. Schon wieder 4 Turnover. Natürlich habe ich einen Platz auf der Bank jetzt sicher. 4 Turnover im ersten Viertel. Für den jetzt eben gerade konnte ich nicht mal was. Wait, ich dachte, ich kriege vielleicht einen Tipp, Dank. Aber Rebound Memphis und die sind vorne schon wieder durch. Spades, Allen unterm Korb hat ein bisschen Schiss. Respekt, Bayless ist frei. Bam, Dreier, das ist vor allem natürlich plötzlich auch mein Gegenspieler. Meine Note erstmal im Keller. Da muss jetzt mehr kommen. 4 Punkte, 3 Assists, aber halt auch so viele Turnover wie Punkte. James durch, gebe ihm den Ball. Okay, Assist. Nächstes Assisten klappt relativ gut. Der vierte Assist jetzt immerhin im ersten Viertel schon. Warum ist das so plötzlich mein Gegenspieler? Zum Glück ist es Tony Allen, der nicht schießen kann. Rudy Gay, Fadeaway, den Rebound kriege ich nicht. Springt völlig von mir weg und dann darf halt Maurice Spades den Ball reinmachen. Warum fake ich jetzt hier den Pass? 6 Punkte vor für Memphis im ersten Viertel. Ja Leute, help. Chalmers. Braucht jetzt auch ganz schön lange, muss ich jetzt mal entscheiden. Schwerer Wurf, aber drin. Wenigstens drin. 4 Punkte, also Memphis macht es bisher richtig, richtig gut in dem Game. Gay halte ich jetzt erstmal weg. Spades mit dem Vorfake, noch ein Fake, gute Defense. Ja, Spades macht auch den rein. Also Memphis auch offensiv konstant, gute Trefferquote, 11 von 19. Wir haben ja erst 11 Würfe, die haben ja schon 8 Mal mehr geworfen. Ja, ist natürlich auch aufgrund der vielen Turnover ein Problem. Jetzt habe ich hier mal Gay an einer guten Position. Der darf bitte rein und da habe ich wenigstens das Ziel schon mal erfüllt. Du hörst mir nicht mehr zusätzlich und versuche deine Konzentration. Okay, ich sitze erstmal draußen und eine ganze Weile sitze ich draußen. Zweites Viertel, 8 Minuten, 12 Punkte Vorsprung für Memphis. Und da darf ich hier erst wieder rein. Also ich mache auch kein gutes Spiel hier bisher. Jetzt heißt performen. Ich spiele erstmal Johnson an, der wird gut verteidigt. Fehlwurf, warum habe ich den Rebound nicht? Weil den sich jemand anders schnappt. Und Memphis gleich wieder mit dem Fast Break. Und Zach Randolph da außen. Ja, ab und zu kann er da mal einen reinstreuen, aber das ist natürlich nicht sein Wurf. Jetzt Fadeaway, Fehlwurf, Rebound, Joel Anthony und Norris Cole hat den Ball. Die glauben mir die ganzen Würfe nicht, gell? Jetzt spiele ich auf Joel Anthony, der hätte doch schon abdrücken können.
Welche die Picks für Johnson? Mal durchgesteckt auf Anthony. Der verlegt den. Der verlegt den Ball. Jetzt muss ich hier gegen den ballführenden Spieler agieren. Bin auch da. Das hier gut im Griff. Wayne Ellington da in der Ecke. Da ist er natürlich nicht gefährlich. Jetzt sehen wir nur noch doppeln hier. Da ist natürlich jetzt Pondexter völlig frei. Aber trifft nicht. Quincy Pondexter. Und Norris Cole. Gehe ich jetzt Baseline, geht durch, ziehe das Foul. Immerhin Foul gezogen, wenn er schon nicht trifft. Gegen Roten. Etwas spät, aber egal, er ist drin. Das zählt. Er ist etwas spät, B- ist aber auch drin, zählt. Beide Freiwürfe drin. Und Daryl Arthur gegen Shane Battier. Battier natürlich großartiger Verteidiger, steht auch hier gut. Erschwert den Wurf. Arthur trifft nicht. 10 Punkte Vorsprung, aber immer noch für Memphis. Mario Chalmers. Bin ich doch schon am Korb. Werde aber gut verteidigt. Von Arthur geblockt. Und dann der Steal gegen Battier. Und Tony Roten. Hat jetzt hier Interesse, ein bisschen was mit Ball anzustellen. Daryl Arthur. Arthur. Tony Roten, boah, starke Defense von Betty. Und dann springe ich zu früh, aber Chalmers ist zum Glück da und klaut sich den Ball. Und jetzt war ich schon gut im Trailer. Jetzt bin ich hier unterm Korb. Ja, boah, gute Wurfauswahl, den Rebound kriege ich zumindest. Chalmers wird gefoult beim Wurf und trifft, trifft. Und das ist sogar ein Assist für mich. Macht den auch noch rein, jawohl. 7 Punkte nur noch und da gibt es auch gleich die Auszeit bei Memphis. Also eigentlich kein gutes Spiel von mir bisher. Nur die Assists sind ganz anständig. Wayne Ellington jetzt. Langsames Spiel von Memphis. Kein Tempo drin. Arthur, den Fadeaway, den macht er niemals rein. Ball ist dann auch bei mir. Und Randolph, gut. Wenigstens. Da gehe ich vorbei mit Tempo. Dann werde ich gut verteidigt, aber mach den rein. Egal, Punkte zählen. 10 Punkte jetzt immerhin. Und wir sind wieder auf 5 Punkte ran. Unsere Bank spielt da besser als unsere Starting. Traurig, aber wahr. Roten, gute Defense, Rebound. Sehr, sehr gut. Jetzt außen Norris Cole mal mit viel Platz. Norris Cole. Ist unterm Korb. Sehr gut. 3 Punkte nur noch. Jetzt finden wir doch langsam zu unserem Spiel. Sind wieder auf 3 ran. Auch Memphis macht das natürlich trotzdem ein gutes Spiel. Jetzt hier gut aufgepasst. Ah, muss ich den Steal auch holen. Muss ich ihn auch wollen. Betty passt auf. Ball auf mich. Chalmers, Chalmers. Nochmal auf mich. Gehe hier in den Post ab. Schöner Doppelspin, nächste Punkte, 1 Punkt Rückstand nur noch. Das wird dem Memphis Coach natürlich überhaupt nicht schmecken. Und deswegen gibt es auch jetzt die Auszeit. Also so stellen wir uns das vor. Dann funktioniert das auch. Jetzt kommt Chris Bosch wieder. Einwurf Memphis von Quincy Pondexter. Ah, Roten kriegt doch noch einen Ball. Ich dachte eigentlich schon, das waren schon 5 Sekunden fast. Also, 1 Punkt nur. Wir sind wieder am Start. Tony Roten. Tony Roten. Ja, wird er nicht verteidigt. Dann drückt er den Jumper ab und trifft den auch. 3 Punkte vor Memphis. Aber jetzt ist das wieder ein ausgeglichenes Basketballspiel. Aris Cole auf mich. Ah! Pondexter, gute Defense, hab nicht getroffen. Und Pondexter, Betty hilft aus. Ist jetzt auch viel härtere Defense. Stehen ganz anders an den Männern dran. Meistens gleich mit 2 Mann schon ab der Dreierlinie.
Ja, hier Chalmers gegen Arthur, das ist natürlich ein absolutes Mismatch, das nutzt dann auch Arthur. Gegen Chalmers, 5 Punkte wieder für Memphis im Vor. Stell hier den Pick für Chalmers, interessiert den recht wenig. Chalmers unterm Korb, sehr gut. Und der macht das Ding sogar mit Foul. Chalmers wie ein Big Man, bitte das nächste 3-Punkt-Spiel, was er vollendet. Jawohl, also. Auch Mario Chalmers übernimmt hier eine Menge Verantwortung. Mit guten 3-Punkt-Spielen, sehr präsent, bringt uns auch immer wieder ran. Kann man mit arbeiten. Ist hier Quincy Pondexter. LeBron auch wieder auf dem Feld gegen Arthur. Das sieht auch nach ganz anderer Defense aus. LeBron mit dem Block. Der Arthur gerade mal 1 von 6. Also das Mismatch gegen... Gegen Chalmers waren seine ersten Punkte. Dann der etwas klägliche Scheiterungsversuch hier von Norris Cole. So. Und ich darf raus. Es ist Halbzeit. Krieg heute nicht so viel Spielzeit, klar. Ich mache auch kein tolles Spiel. Nicht wirklich. Aber wir haben die Führung übernommen. 57-56. Memphis, tolle Leistung. Aber wir haben uns zurückgekämpft nach 12 Punkten Rückstand. Sind wir wieder in Führung gegangen. Und wie das weitergeht, erfahrt ihr natürlich im nächsten Part.